Ja, heute geht's los. Wir machen es jetzt auf, ab zum Taj Mahal. Phase 1, lange, lange, lange Fahrt aus Delhi. Kann bis zu 5 Stunden dauern. Der Taj Mahal ist echt ein magischer Ort. Und wir sind richtig traurig, dass wir nicht noch länger in Indien bleiben können, weil es hier noch so unfassbar viel zu entdecken gibt. Wir fahren jetzt mit dem Uber erstmal zu unserem Hotel, wo wir das erste Mal waren und werden dann von da nochmal abgeholt und fahren dann zum Taj Mahal. Das war jetzt echt eine Tour, hier reinzukommen, weil wir nur bar zahlen durften. Und deswegen mussten wir quasi nochmal durch die halbe Stadt laufen zu einem ATM. Ja, aber jetzt haben wir es dann doch geschafft und ja, jetzt geht's los. Ja, wir gehen jetzt rein, dürfen mich aber drin nicht mitnehmen. Deswegen ab jetzt nicht mehr filmen. Überall Greifvögel rum, sprich sogar Adler. Es ist total schön und majestätisch. Ich bin ja ein kleiner Vogelfan, von daher bin ich sehr fasziniert. Sieht wirklich wunderschön aus. Es gibt Marmorstein und an manchen Stellen leuchtet der, wenn die Sonne drauf scheint. Drin ist es ja dunkel und da musste man dann mit der Taschenlampe drauf scheinen und dann hat es dieser Stein das Licht absorbiert und das hat richtig schön gefunkelt dann. Alles in allem eine ganz super Erfahrung. Yes, only picture. Okay. Lapis Lazuli, Black Onyx, Malachite. All different stuff. Ja, wir fahren jetzt gerade mit dem Golfcar zurück von dem Taj Mahal zum Parkplatz, denn vor dem Taj Mahal dürfen keine Autos fahren. Also man kann mit dem Tuk-Tuk darüber fahren oder halt kostenlos mit diesem Golfcar. Da reicht es dann, wenn man dem Fahrer 20 Rupien Trinkgeld gibt. Also das Taj Mahal hat sich auf jeden Fall gelohnt, das kann ich euch sagen. Wenn ihr in Delhi seid,
dann solltet ihr diese Tour auf euch nehmen. Ob mit dem Zug oder mit dem Taxi, egal, aber ihr solltet es machen. Dieses Gebäude hat auf jeden Fall den Titel Weltwunder verdient. Ja, und gerade noch ein paar Facts. Also wir haben jetzt erfahren, das Taj Mahal an sich, also das Mausoleum, das hat ungefähr 17 Jahre gedauert zu bauen, bei ungefähr 20.000 Arbeitern. Und drumherum der Komplex nochmal 5 Jahre. Also insgesamt Bauzeit 22 Jahre. Und das Taj Mahal ist eines der neuen 7 Weltwunder, ähnlich wie Chichen Itza. Jetzt geht's auf zum Flughafen. Oh je. Also nochmal ganz kurz, wir sind 4 Stunden mit dem Auto hierhin von Delhi aus angereist. Das ist eine Tortur, das heißt, wir sitzen jetzt wieder 4 Stunden im Auto, aber es ist auf jeden Fall wert. Noch einen kleinen Tipp von uns, es lohnt sich, morgens zum Sonnenaufgang hier zu sein, denn dann schimmern die Marmorplatten besonders schön. Kleiner Fun Fact. Die meisten Taxis hier in Indien fahren mit Gas und nicht mit Benzin. Schmeckt es? Ich bin leider noch ein bisschen krank und Alex ist auch krank. Deshalb haben wir jetzt unseren Trip nach Varanasi, die Stadt, in der die Toten durch die Stadt gebracht werden und am Ganges verbrannt werden. Diesen Trip haben wir jetzt abgesagt, wir haben die Flüge storniert und haben uns jetzt entschieden, länger in New Delhi zu bleiben, bis wir dann weiterfliegen ins nächste Land. Jetzt haben wir uns aber dafür mal, damit wir uns gut auskurieren können, hier in einem bisschen hochklassigeren Hotel eingemietet. Wieso Gänsefüßchen? Es ist auf jeden Fall Hochklassiker. Es ist von Radisson Blue und es ist ein 5-Sterne-Hotel. Ich finde allerdings nicht, dass es einem deutschen 5-Sterne-Hotel-Anspruch entspricht. Warum werden wir denn krank, Nina? Was denkst du? Hat verschiedene Ursachen. Wir haben das so erlebt, dass es tagsüber sehr heiß war und morgens und abends besonders kühl. Dann benutzt man ab und zu mal eine Klimaanlage. Ja, dann noch ein anderer Faktor, den wir vorher gar nicht so beachtet hatten. Hier in Indien ist es sehr, sehr staubig. Gerade auch in Neu-Delhi. Also man spürt quasi den Staub, den man ständig einatmet. Und das ist halt nicht so gut für die Atemwege. Ja, wir sind jetzt froh, dass wir den Varanasi-Trip dann stornieren konnten, obwohl ich da unbedingt hin wollte. Dafür ist einfach so eine indische Stadt viel zu anstrengend und kräftezehrend, weil so viele Leute um dich herum wirbeln und Sachen von dir wollen, ob es Fotos sind oder dir was verkaufen wollen. Und da muss man halt auch ja dann das genießen können, sonst ist einfach nur Stress. Wir zeigen euch mal kurz ein paar Einblicke zu dem Zimmer und wir zahlen jetzt heute für 2 Nächte hier im Radisson Blue 180 Euro. Wir waren davor in einem günstigeren Hotel, das war ein 3-Sterne-Hotel. Das hat uns für 2 Nächte wie viel gekostet? 34 Euro. Das war in Ordnung. Die Hygienebedingungen waren jetzt nicht die besten, sage ich mal. Und deshalb haben wir uns jetzt einfach entschieden zum Auskurieren. Das ist unsere neue Bude. Hereinspazieren. Unsere Rucksäcke. Wir gehen dem Radisson Blue Tower Hotel in Delhi 4 von 5 Angsthasen. So, jetzt mal gerade ganz kurz Real Talk. Also ich bin gerade so happy. Wir haben gerade so ein richtiges Hoch. Ja, wisst ihr, woran das liegt? Weil man, wenn man auf Weltreise ist, so blöd klingt, aber auch manchmal ziemlich krasse Abstriche machen muss. Das sind Kleinigkeiten, aber jetzt, wenn man es dann wieder so zurück hat, merkt man, wie schön das einfach ist. Und wir hatten jetzt gerade die erste wohltemperierte, mit genügend Druck behaftete Dusche seit ungelogen. Also Indien hatten wir es bisher noch nicht, Vietnam hatten wir es nicht, in Thailand hatten wir es nicht, in Kambodscha hatten wir es nicht. Kanada waren wir ja auf Campingplätzen, also auch da hatten wir es nicht.
Seit Mexiko. Das ist jetzt schon einige Monate her. Also über einem halben Jahr her. Und das ist dann schon richtig, richtig cool. Also das macht mich gerade einfach so happy, weil es einfach so eine schöne Dusche war. Und jetzt ruhe ich mich ein bisschen aus. Und hier sind unsere Pros und Kontras zum Reiseland Indien. Pro. Interessante Kultur, Geschichte, Religion. Besonders offene Menschen. Natur, Meer und Dschungel, eine artenreiche Tierwelt. Leckeres, gesundes Essen. Spirituelles wie Yoga und Ayurveda und so weiter. Im Süden gibt's gute Surfbedingungen auch für Anfänger. Kontra. In Städten ist es oft laut, hektisch und staubig. Und je nach Standort liegt oftmals viel Müll rum und es gibt Smog. Und damit schließt sich das Kapitel Indien für uns. Bis zum nächsten Mal in einem neuen Abenteuer. Tschüss!